Ja, Schulle ist bei uns. Schulle, ein 2:2 am Ende hier in Frankfurt. Denkst du, es ist ein gerechtes Ergebnis am Ende? Ja, ach gerecht. Eigentlich hätten wir heute auch gerne die 3 Punkte mitgenommen. Also wir haben eigentlich vom Spielerischen war es sehr, sehr gut, haben gut kombiniert, auch Möglichkeiten wieder gehabt. Ja, natürlich auch einfache Fehler zum Gegentor. Muss ich natürlich auf meine Kappe nehmen, das zweite ist ja Klassiker von links auf rechts und dann kommt der Ball nicht mit zu viel Druck, hätte ich einfach nach außen spielen sollen. Wir lagen 0:2 zurück, sind 2:2 zurückgekommen. Trotzdem muss man diese Leistung, diesen Kraftakt nochmal hervorheben, oder? Ja, natürlich war es ein Kraftakt. Gerade wenn man 0:2 hinten liegt in unserer Situation, ist es enorm schwierig, da nochmal zurückgekommen. Aber wir haben weiter Fußball gespielt und haben auch unsere Möglichkeiten gehabt und mit ein bisschen Glück wäre auch noch ein bisschen mehr drin gewesen. Wie sehr hat dich das Tor von Didi gefreut, was zudem noch wunderschön war? Ja, natürlich. Für Didi freut es mich natürlich unheimlich. Hatte lange Verletzung hinter sich, hat immer hart an sich gearbeitet und dafür ist er heute belohnt worden. Schulle, herzlichen Dank. Ja, unser Keeper und Robert Zieler ist bei uns. Ron, am Ende steht ein 2:2. Wie bewertest du dieses Ergebnis auch im Hinblick, dass wir 0:2 zurückgelegen haben? Ja, also im Hinblick, dass wir 0:2 zurückgelegen haben, war das ein Punkt für die Moral. Das muss man ganz klar so sagen. Ist ja auch klar, dass in unserer jetzigen Situation uns 3 Punkte besser getan hätten. Aber auf der anderen Seite muss man sehen, dass die Mannschaft halt nach 0:2 auswärts in Frankfurt zurückgekommen ist. Und der Punkt kann ganz wichtig sein, wenn wir nächste Woche gegen Berlin nachlegen. Es geht schon am Freitag gegen Berlin. Zuvor Didi hat getroffen. Wie sehr hat dich dieses Tor, und es war zudem ein sehr, sehr schönes Tor, für Didi gefreut? Ja, für Didi hat es mich natürlich gefreut, weil erstmal war es ein ganz, ganz wichtiges Tor und auch die Art und Weise, wie er es gemacht hat, war fantastisch. Aber ich möchte auch nicht über einzelne Spieler eigentlich reden, weil ich finde auch die ganze Mannschaft hat heute gute Moral bewiesen und hat sich voll reingehauen. Also kann man keinem sagen, dass er irgendwie da nachgelassen hat oder hätte. Ein Blick voraus, wir spielen schon am Freitagabend, Flutlichtspiel gegen Hertha BSC. 3 Punkte wären wichtig, wenn nicht sehr, sehr wichtig sogar. Ganz wichtig, ganz wichtig. Das ist Fakt. Ich bin froh darüber, dass wir heute 1 Punkt geholt haben, aber wir können den natürlich vergolden, wenn wir zu Hause dann endlich diesen ersten Sieg einfahren in diesem Jahr. Das wäre ganz, ganz wichtig, dass wir da jetzt nachlegen. Und jetzt müssen wir auch, in unserer jetzigen Phase brauchen wir Punkte, egal an welchem Spieltag. Wir müssen jeden einzelnen Spieltag dafür kämpfen, um Punkte zu holen. Nächste Woche, Freitag gegen Berlin, ist allemal machbar. Zu Hause vor eigenem Publikum, da wünsche ich mir 3 Punkte. Ron, herzlichen Dank. Ja, unser Matchwinner ist da, Didi Iaconain. Herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Tor wieder für 96. Wie fühlst du dich? Ich bin zufrieden und heute war ein wichtiges Spiel und wir haben 1 Punkt geholt. So, wir sind zufrieden. Kannst du dein Tor uns einmal beschreiben? Wie hast du dich gefühlt? Wie hast du es gesehen? Wie hast du es gemacht vor allem? Ja, wir probieren immer im Training, so heute auf dem Platz, normal, so ja, ich bin sehr glücklich, ja. Denkst du, es ist das Remis, das Unentschieden, ist verdient insgesamt? Ja, natürlich war 2-0 und wir zurückkommen, so das ist sehr, sehr wichtig, so 1 Punkt zu holen. So, für mich ist sehr, sehr gut für uns. Und wir brauchen nächstes Spiel 3 Punkte holen. Machen wir. Danke dir, Didi. Trainer, ein 2:2 steht am Ende hier in Frankfurt beim Auswärtsspiel. Wie bewerten Sie dieses Ergebnis am Ende? Jetzt kurz nach dem Spiel freut man sich natürlich, dass man nach einem 0:2 noch das 2:2 macht. Aber mit jeder Minute wird es natürlich ärgerlicher. Weil ich denke, dass wir letztendlich mehr verdient hätten heute. Und wenn man auch die Gegentore sieht, dass wir da halt einfach unglücklich agiert haben. Aber die Mannschaft hat, glaube ich, gezeigt, dass sie voll intakt ist und dass sie nicht nur dagegen hält, auch kämpft, sondern auch wirklich spielerisch dagegen hält. Und letztendlich denke ich, dass es ein hochverdienter Punkt war. Ich denke, ganz positiv hervorheben kann man, dass man nach dem 0:2 wirklich weitergespielt hat und nach vorne gespielt hat und sich Chancen weiter kreiert hat. In der ersten Halbzeit hatte man klasse Möglichkeiten. Philippe, Eddie, am Ende das 2:2, dann doch ein gefühlter Sieg nach dem 0:2? Nee, es gibt keine gefühlten Siege. Entweder gewinnt man, verliert man oder man spielt unentschieden, so wie heute. Wir sind immer noch da unten drin. Es war ein kleiner Schritt, aber wir müssen jetzt einen etwas größeren Schritt im nächsten Heimspiel machen. Danke, Trainer.